Es gibt Pokémons hier, tatsächlich. Das verwundert mich gerade ein bisschen, aber es gibt Pokémons hier. Läuft bei uns. Tschüss, Nebulak. Wir sind noch nicht ganz oben. So Teleporting Points können ja gar nicht so falsch sein. Okay, ist jetzt nicht so schlimm. Nugget ist ja tatsächlich nicht so schlimm. Boah, ich weiß noch, bei Rayquaza gab es auch diese Schnellfahrdinger, wo man so ganz schnell drüber fahren musste. Ich hab die gehasst wie die Pest. Beide falsch. Er straft uns Lügen hier. Verdammt, Dax. Ich dachte, ich komme noch drüber, aber nein, schaffe ich nicht mehr. Was ist das für ein Item? Oh klar. Warte mal, oh, egal, ich bin eh schon drüber. Shit. Oh, okay, jetzt nervt's. Vorhin ließ es die ganze Zeit so schön und jetzt auf einmal ungefähr so alles, alle auf einmal. Hier ist es jetzt ganz wichtig, dass sie gegen uns kämpfen. Richtig unnötig. Super. Die geht die Treppe hoch. Na, ja, das ist nicht das, was ich will. Nee, du bist leider kein Ho-Oh. Tut mir leid. Du schon eher. Geil. War ich eigentlich so schwer da hochzufinden? Level 70. Wie kann es eines Garo schneller ist als Ho-Oh? Wieso nicht? Videopunkt betrifft sogar. Macht ganz netten Schaden. Aber ich glaube nicht, dass es lang halten wird.
Feuersturm überlebt unser Garados schon mal nicht. Oh, Hilfe. Das reizt ihn so gar nicht. So ein Vieh, was 10.000 Mal Genesung einsetzen kann. Ich habe mir gerade überlegt, aha, wenn's, es hat zwar Genesung, aber vielleicht kriegst du es so weit runter, dass du es mit einem Hyperball fangen kannst. Weiß nicht, was mein Gehirn sich dabei gedacht hat, aber well. Wir kämpfen zumindest so lange, bis wir nur noch ein Pokémon haben. Was ich schockierender fand, ist, dass Gyarados mehr Initiative hatte. Ich wollte sagen, das überlebt, das wird krass. Lugia ist besiegt. Wir können sogar Eisenschweif einsetzen. Pam. Müsste sogar sehr effektiv sein. Oh nein, es ist ein Feuer. Ich Vollidiot. Ja, jetzt hängt mir die Verteidigung ein bisschen. Oh, brauchen wir nicht, schaffen wir nicht. Das heißt, wir nehmen Mega-Vernichtung mit dem letzten Pokémon werfen den Meisterball so. Wir wollten nicht nur testen, hoho. Jo, geht ein bisschen schnell an. Dragonier. Das ist wieder eine Attacke, die wir einsetzen können. Weil es sich lieber selbst erholt. Das wirkt halt einfach alles nichts. Ich sehe den halt einen Scheißdreck, ob ihr jetzt da was einsetzt oder nicht. Verstehe nicht, warum es zweimal hintereinander einsetzt. Oh gut, bin ich mich nicht beschweren. Dragon, die macht das ja super. Habe ich befürchtet. Habe ich auch befürchtet. Überrascht mich nicht. Das ist gerade so, ist alles ein bisschen vorausahnend. Ja. Und das ist bei Legendären, das ist immer so, Kotz, weil es immer so ewig dauert. Genesung ist halt unfair, ja. Heal dich wieder vollkommen. Okay.
wirft dann eigentlich nichts mit. Ja. Hab ich mir gedacht. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass es so viel wirkt. Der wirkte fast sogar die Attacke mehr als das, was wir vorhin gerade eingesetzt haben. Aber gut. Ja, das war's für Tobias. Jetzt kommt der Master. Alter. Und es brennt. Und Relaxus Attacke ging daneben. Wundervoll. Sonst würden wir die ganz unten spawnen. Weißt du, weil es war mal grün? Lol. Ho-Oh wurde gefangen. Und es wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ho-Oh, Regenbogen. Größe 3,8 Meter, Gewicht 200 Kilogramm. 199 Kilogramm. Sein Körper soll in 7 Farben leuchten. Im Flug zieht es einen Regenbogen hinter sich her. Nein. Super.